Ich habe das zwar nie erlebt, aber wie gesagt, ich habe in der Schule mit jemandem darüber geredet, der hat sich auf. Hat dann gesagt, ja, er hat zwei Mana-Eier an sie verschwendet und ich habe gesagt, ja, ich auch. Ich habe es zwar nicht erlebt, aber ich habe sie dann. Ich wusste dann sofort, ich habe sie verschwendet. Der Dunstberg. Oh. Wollte sich wohl jemand davon schleichen und ist direkt im am Gift gestorben oder so. Und ein Brot liegt auch noch hier. Vage aromatische Samen. Su war aber auch die Schwächste aus der Gruppe. Also ist nicht ganz so schlimm. Ach, schau mal, was ich. Da sind auch diese scheiß Kröten in lila. Schwarzer Teufel? Ihre Frau. Wie heißt der? Frosch. Lylamot. Aha. Die halten was aus. Wie hatten es die da erwischt? Peitsche scheint gut zu funktionieren. Fürchte was, die sollen wir tatsächlich hochlaufen. Ist das jetzt ein Hinterhalt? Nee. Teufelsrochen. Feuer ein bisschen erhöhen. Feuer ist gar nicht gut. Schockwelle! Flieg! Zerbomben! Das wollen wir mal schnell verhindern. Okay, ich muss aufs Dach, also gehen wir mal in den Berg rein. Okay. Die Schatzkammer. Wahrscheinlich der Schalter für das Teleportationsgerät. Ich verstehe. Ah, okay. Erst auf dem Berg, dann wieder runter. So, ich spoilere jetzt gleich mal kurz. Gatwin wird die Truppe auch verlassen. Ich habe im Internet gesehen, dass es tatsächlich noch drei weitere Leute gibt. Jetzt weiß ich nicht, geht Fena auch oder geht einer von denen, die wir dann später noch finden? Ich weiß es halt echt nicht. Boah, die Peitsche haut ja richtig rein. Die Ochse ist auch effizient, dass die. Merkt immer so komisch. Ah, hier kann ich gleich weiter. Damit ist endlich die halbe Reise geschafft. Wir müssen uns beeilen. Ich lasse es nun ungern allein zurück. Okay. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Hier sind keine Gegner. Das sieht freundlicher aus. Vielleicht auch hier durch?
Oh ich Gott, das sind aber echt viele. Muss ich alle mit einmal kämpfen? Das scheint fast so. Oder fast alle. Okay, ich habe die richtigen auf jeden Fall angegriffen. Zerbomben, bitte aufhalten. Was ist das da unten eigentlich? Ich mach's mal kaputt. Ich weiß nicht, was es ist. Mach mal die Frösche zuerst. Auf dem funktioniert es nicht so gut. Hast du mir jetzt den ganzen Kram eigentlich da gelassen? Oh, Gattin sind wie oft. Oh, ist das irgendwie so ein Krebs, nicht ein Vieh? Wir wissen, was das ist. Einsiedlerkrebs, ja. Oh, machen wir es mit den Froschen weg. Mal sehen, was die drauf haben. Ja, wenn der verteidigen ist, brauche ich nicht versuchen. Das wird dich nicht retten, wenn du permanent auf verteidigen willst. Auch im Verteidigungsmodus kann ich dich verletzen. Und irgendwann musst du angreifen. Okay. Muss ich vielleicht doch auf der anderen Seite noch was, vielleicht gar nicht so falsch hier. Noch alles auf uns wartet. Ah, sehr schön, alle mit einmal. Oh, Flame Burnham! Ah, wo das Gadget vor mir fertig ist. Mal sehen, wie viel noch zum Schluss überleben. Come, Power of the Universe. Ha! Dragon King Slice. Eigentlich so viele Gegner hätte ich auch ein paar Spezialangriffe einsetzen. Here goes. What a stench. Was eine Combo-Arbeit. Gut versteckt, muss ich sagen. Ein Silberschlüssel.
Okay, hast du gut gemacht. Warum man das jetzt gebracht hat. Dinger umkippen. Ah, okay, das ist einfach nur aufgegangen, damit wir angegriffen werden, schätze ich mal. Auch ein bisschen Wassermagie dann. Oh, klappt tatsächlich. Der ist auf jeden Fall wach. Oh, 28 ist nicht zu beachten für normalen Angriff. Das ist schon richtig, richtig starker Angriff. Komm, try again. Okay, jetzt darf ich wahrscheinlich rüber. Diese scheiß Kröte, dann lassen wir einfach mal. Ah. Es ist Sichlor. Ja, ich habe das Vieh gesehen. Die Massakermaschine. Sturm. Warum spricht ihr erstmal verdoppelt? Schön die Lehmpeitsche verwenden. Macht wenig Schaden. Aber es lähmt ihn tatsächlich. Oh, da war der doppelt. Was? Der Schaden ist gering. Steht auf zwei Teilen? Oh, ein Kopf bitte. Ah, nicht schön. Das ist ein starker Angriff. Zum Glück habe ich noch die, Der macht Flächenschaden auf jeden Fall. Flying Dragon Slash. Justin, willst du mich auch mal angreifen? Auge. Heiler. Ja, nee, das verhindert nochmal. Warum kommt das doppelt? Das ist irgendwie verpackt, so ein bisschen. Vielleicht muss Justin mal ein bisschen Allheilen machen jetzt. Langsam tut es mich weh. Nee, wisst ihr was? Oh, geil! Flammenpack. Machen wir ein bisschen Erde drauf, vielleicht klappt das ja. Die hat schon die nächste Stufe. Ja, ist nicht effizient. Wie macht das? Heizt du uns auch gleich mit? 200 ist nicht wenig. Dragon Slash. Flying Dragon Slash. Ist okay, wir haben uns gerade geheilt, das ist okay.
Und bekämpfe halt Feuer mit Feuer. Wie gesagt, ich kenne mich hier gar nicht aus in den Bereichen. Was haben wir hier noch so? Gut, das könnte. Aber erstmal das hier. So, was soll ich viel öfter? Soll ich gleich am Anfang machen? Gerade bei Bossen ist das wahrscheinlich sehr nützlich. Scheiße, es geht nicht bei Bossen. Okay, er ist weiter da drüben, aber Gatlin bleibt erstmal verschont. Schaden ist nicht groß. Wenn sie noch ein Level höher wird, dann... bitte. Schock müsste doch echt effizient auf dich sein. Ging halt einfach nur unglaublich viel aus. Perfekt. Gestunt, dass er nicht zum Angreifen kommt. Erwischt tatsächlich auch beide. Das andere kann ich wahrscheinlich eher nicht verhindern. Jetzt sind gleich mitgetötet. Okay. Der Schaden ist echt okay. Er macht irgendwas Gemeines, das wird verhindert. Raus aus dem Auge. Du hast einen Blitz im Auge. Juhu, Geld. Super, das Ding ist beseitigt. Sag mal, Catherine, wie weit noch bis zum Gipfel? Mal sehen. Was ist das da? Du hast deine Medizin nicht genommen. Die funktioniert richtig gut. Sie wirkt, sobald du sie einnimmst. Ich würde das nicht schlucken. Mir tut das leid. Du bist einfach nur müde. Mit etwas Entspannung und Erholung bist du schnell wieder auf dem Dampfer. Du starrst jetzt schon eine Weile einfach nur aus dem Fenster. Was beunruhigt dich, hm? Ich bin wirklich nur ein Kind. Dr. Alma, ist Justin nicht selbstsüchtig? Mich wundert gerade eher, warum wächst die Blume nicht in Richtung der Gitter? Wird doch viel mehr Sinn machen, wenn aus seinem oben kommt Licht rein. Weil er mich einfach so zurücklässt und jetzt wird er immer größer, ganz allein. Ach, weißt du, in seinem Alter werden die Jungs groß wie Bäume. Mädchen blühen eher wie Blumen auf. In weiteren 5 Jahren bist du ganz erwachsen. Was hast du da drauf? Noch 5 Jahre, was? Bis dahin werde ich... Ach, ich weiß nicht. Es dürfte nicht mehr weit sein. Bei dem Tempo sind wir mit Hand umdrehen auf dem Gipfel. Okay, weiter, Pena. Okay, wir müssen hier hin. Ich heile mich mal. Ich werde nichts sagen, Su, aber... Du hast unglaublich viel Abenteuer erlebt für dein Alter. Also du hast wirklich Sachen erlebt, die viele Erwachsene nicht mal annähernd erleben. Ich weiß. Okay, das kann ich nicht öffnen. Schade.
dachte, das kann ich jetzt machen. Aber, also sie hat... Nein! Sie hat Abenteuer erlebt, von denen viele Leute ihr Leben lang träumen. Ich dachte, ich komme einfach so durch. Sind die überhaupt wieder da? Schockwelle! Flieg! Beide Verteidigten, die hat er angegriffen. Warten. Rache. Oh, sie ist permanent, sie ist auch im Angriff. Kann ich die vielleicht mit der Peitsche gar nicht richtig erwischen? Der mysteriöse Lundsberg, jetzt kann ich mich nochmal heilen. Mag vielleicht für sie erstmal selbstsüchtig erscheinen, aber wir müssen tatsächlich die Welt retten, also von daher, also Sue wird uns wahrscheinlich, ich vermute mal, sie wird uns wirklich verlassen, sie wird wahrscheinlich zurückgehen, verdammt nochmal, zurück nach Neuparm gehen, nach Parm oder wo weiß ich hin, ja, deshalb war der, also das war eine Falle da, das ist interessant, cool gelöst. Fällst du runter und fliegst, musst dann dort kämpfen. Das heißt, man muss sich hier echt überlegen, wo man langläuft. Also langsam bist du hier drin kalt. Moment, bin gleich wieder da. Ich muss mir echt angewöhnen, in den Pausen einfach pinkeln zu gehen. Oh, war irgendwie klar. Wäre sonst irgendwie zu logisch gewesen. Also es war eine gemeine Falle, muss ich sagen. Gefällt mir. Man geht ja direkt davon aus, dass das, was davor ist, das Richtige ist. Es ist wirklich so, also ich höre es auch doppelt. Es ist nicht, weil irgendwie mein Hintergrund zu laut eingestellt ist oder so, und das mit aufgenommen wird, was auch gerne mal bei mir passiert. Aber das ist wirklich durch das Spiel. Goldschlüssel. Ah, jetzt komme ich wahrscheinlich drüben rüber. Was? Ich bin doch voll hier reingerannt. Hat abgebrochen. Der B-Schlag ist gar nicht schlecht. Mit dem Goldschlüssel komme ich jetzt wahrscheinlich drüben rüber. Das wusste ich einfach nicht. Aber wie tief fliegen die Flieger jetzt eigentlich? Ich kann den gerade richtig deutlich sehen. Also, der hat halt Licht, aber der ist sehr, sehr tief hier über den Wohngebäuden. Das finde ich überhaupt nicht gut. Wir haben nur einen kleinen Flugplatz, also... Der ist ein paar Kilometer weit weg. Muss denn immer erst was passieren, dass da was gemacht wird? Vor kurzem hat auf Arbeit auch einer, sehr viel Spaß dran gehabt zu meinen, hey, ich stürze mich jetzt einfach mal im Sturzflug ein Stück runter und kurz bevor ich auf die Häuser aufschlage, ziehe ich wieder hoch.
Und da hat der eine Kollege auch gesagt, wow, ganz hohe Fliegerkunst. Nee, Idiot. Das andere zu nehmen ist nicht. Das ist keine hohe Fliegerkunst, das ist einfach nur dämlich, wenn was passiert. Ich glaube, auf die warst du effizienter. Jupp. Und du nimmst die. Au. Also muss man hier wirklich einen gewissen Weg laufen. Schnell weiterlaufen. Nein, lass mich. Ach, so ein scheiß Wochen. Da ist was zum Lesen. Kann man nicht lesen, okay. Ich springe hier schön rum. Mieses Spiel, also. Oh, Justin braucht mal vielleicht ein bisschen Heilung, wenn ich mir das so anschaue. Now you'll be okay. Ah, Knister hat es jetzt gelernt. Oh, natürlich Justin noch. Not bad, eh? Okay, ich muss da anscheinend hoch. Muss ich mich echt beeilen, wie es scheint. Ach Mist, das wäre perfekt gewesen. Bomben verhindern wir mal. Justin, du machst mal alle heilen hier. Auch, dass du mal ein bisschen besser wirst mit heilen. Ja, Konter, wenn man in Konter erwischt, macht es noch viel, viel mehr Schaden. Genau in dem Moment, in dem man angegriffen wird. Angreift, angegriffen wird. Ich vermute mal, ich kann hier einfach nur wieder hoch. Yep. Sobald ich das berühre, okay. Danke. Schlägst auch mal auf den, dann kriegt er nämlich den ersten mit einem Mal weg. Ach, das wollte ich gar nicht. Ah, das war doof. Ah, cool, er hat gekontert. Okay, wir können ja nicht mehr so weit von da oben entfernt sein. Fällt mir gar nicht.
Und das ist auch bloß wieder so eine Art Spielerei. Wie jetzt? Davon gibt's mehrere? Heulieb. Okay, der ist auf irgendwas anderes spezialisiert. Schön ins Auge. Weil hier gibt es so einen kleinen Fehler, wenn sie das anfängt. So eine. Okay, das zwingt ihm allgemein in die Knie, das ist ja auch schön. Wenn er beide gestunt, wenn ich treffe. Flying Dragon Slap. Justin, du kannst gleich mal heilen. Justin kriegt gerade richtig auf die Fresse immer wieder, oder? Die anderen greifen auch mal ganz normal an. Hier wird nicht geheilt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich davon mehrere besiegen muss sogar. Heilen ist aber eigentlich okay. Da werden wir wenigstens nicht angegriffen. In der Zeit. Ui, das ist aber richtig übel wenig. Ja, die kann ich nicht. Oh. Justin, ich will noch mal bitte heilen. Läuft doch. Viel Gold, viel Erfahrungspunkte. Hm. Doppelschlag. Du bist stark geworden, Justin. Du bist schon was Besonderes. In der kurzen Zeit, die wir uns jetzt kennen, bist du wirklich richtig stark geworden. Hey, auch mein Gatwind ist mir peinlich. Nee, das ist eh schon am Ende. Aha. Ah, ich verstehe. Ich habe gar nicht aufgepasst. Bist du fertig? Ah, okay. Ah, ich muss mir das merken. Was ist das? Was sind denn das gerade? Verstehe ich nicht. Ach, irgendwann werde ich es per Zufall richtig lösen. War falsch. Ich bin ganz ehrlich, ich kapiere das Rätsel nicht.
Das war fast richtig. Das war wieder nicht richtig, oder? Oh, so würde da noch was fehlen, fällt mir gerade so auf. Ich kann es aber auch nicht eher anhalten. Da fehlt doch noch eins, eindeutig. Warum kann ich denn nicht an der Seite hochlaufen? Okay, die beiden rechts müssen getauscht werden. Nee, das war falsch. Die sind wieder falsch. Jetzt verstehe ich, wie das getauscht wird. Kommt trotzdem nicht hoch. Ah, okay. Der Orb. Das war also der Orb, der die Macht der Geister fokussiert. Teleportationsorb erhalten. Okay, jetzt schnell zurück. So ist das, warte sicher schon leid. Justin, ich weiß nicht, ob es gut ist, weiter mit dir auf Abenteuer zu gehen. Meinst du das? Jetzt vielleicht nicht für. Nicht immer ein Arzt, so wie Dr. Alma. Auch wenn wir das Meerjungfrauen mehr überwinden, lauert noch Gefahren. Wenn sie etwas passiert, dann. Ist schon klar für ihn. Justin versteht es auch. Ich hab's jetzt einfach mal echt aufs gut Glück gemacht. Ich hätte eigentlich nur mal drauf achten sollen, was genau. Wie genau die sich verändern, die Dinger hier. Es scheint noch mehr zu holen. Gut, ich muss hier nochmal her. Okay, ich bin auch schon über der Zeit, das ist ein Grund mehr jetzt aufzuhören. Nein! Ah. Ach, war noch alle erwischt. Okay. Versuchen wir alle ein bisschen zu rösten. Okay, das müsste jetzt erstmal alles dann, das ist gut. Außer die, die gegen Magie immun sind. Das machen. Komm, try again. War nicht gut, aber wenn wir viele mit einmal besiegen, ist das immer gut. Das bringt wenigstens viel Geld. So, wir gehen jetzt noch zum Speichern und das war's dann. Verschwinde. Ich hab keinen Bock auf Kuscheln. Ich darf dann wahrscheinlich nochmal hoch, um diese Dinger zu lesen, die ich nicht lesen kann aktuell. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Grandia für heute. Ich sage Ciao mit Lichtlein TV. Und wir sehen uns dann tatsächlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bye, Leute.